Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Evo Land. Das starten wir gleich mit dem Random Battle Group. Als ob der mich nicht mag. Wir haben Gliss gewonnen, okay. Mittlerweile machen wir alles platt. Gut, und wir sind in den Kristallhöhlen. Okay, was willst du jetzt von mir? Wir müssen den Kristall finden! Alter Schwede, ich kann keine Frauenstimme machen, mit meinem Hals. Okay. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung. Alter, ich kann gar nichts. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Es geht um Dorf, hä? Übrigens fällt euch auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Wie heiße ich? Ich heiße nicht Klink. Ich heiße nicht Klink. Er heißt nicht Klink. Was ist das für ein steiles Standardname? Ist herrlich. Klink. So, ich bin Cranor. Na, Gott sei Dank, lang genug. So, freigeschaltet, ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Juhu! Das heißt, sie weiß, dass ich einen Penis habe. Höhlenmonster, hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Fuck. Warum musste diese Kiste wirklich genau so liegen, dass sie nicht umgehbar war? Als ob sie wollten, dass ich das aufsammle. Warum kann das scheiß Mädel eigentlich keine vernünftige Magie, so wie... Keine Ahnung, Feuer, Ultima, irgendwas Geiles. Nein, ich kann nur heilen. Geist mit dem Stab wedelt. Okay, wir haben Gliss gewonnen. Und ein Tork. So, wofür bin ich jetzt hier runtergerannt? Für nichts. Ich hab bisschen gerannt, bevor ich die Höhlenmonster geöffnet habe. Cobra Zero. Ah, Zero, weil sie Zero HP hat. Oh Gott. Noch so eine. Und daneben. Hey, die macht jetzt einen Schaden an mir, oder? Oh Gott. Die hat mich verletzt. Alter, warum? Sind meine Leute gerade blind, oder was? Ja gut, okay, Karis kann keinen Schaden machen. Oh, jetzt komm schon. Viermal hintereinander daneben, das kann ja wohl nicht sein. Endlich. Ich frage mich, wie sind jetzt im ersten Bereich dann auch jetzt diese Zufallskämpfe? Will ich später noch schauen, wenn ich weiß, wie ich diese Steine dort wegbewegen kann. Was haben wir denn hier? Außer ein Zufallskampf. Ja, wie in der guten alten Final Fantasy Zeit. Das Nervigste ist immer die Dungeon. Und ich kann noch nie mal leveln, weil ich noch keine XP oder sowas freigeschaltet habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch noch kommt. Töte es! Mit Feuer! Ach komm, die lebt immer noch. Gut, ich hab einen Namen. Diese Fragezeichen haben mich nicht genervt. Gut, weil jetzt geht's. Scheiße Höhle. Ich hasse Höhlen. Ja. Und wieder ein Tork. Links, rechts, geh mal links. Freigeschaltet. Erfahrungspunkte. Ja! Bitte mal Zeit. Ich werde mich nicht darauf freuen, wenn sie meinen Mana freischalten. Ich habe 4 XP gewonnen. Ein bisschen mehr vom Bildschirm würde ich gerne mal sehen. So, heilen wir uns mal ein bisschen. Oh mein Gott, warum haltet der... Hält der Gott sich so viel aus? Oh, steht sie da tot. Wow! Mein Wert für Verteidigung und so wurde erhöht. Lebensquelle! Achso. Speichern. So, schauen wir hier noch. Ein automatischer Kampfer. Ja, war er! Keinen Schaden. Dann lass ich sie eben einfach nur durchheilen.
obwohl. Ne, 4 macht sie ein bisschen Schaden. 2 Runden hat sie die vielleicht tot. Ihr Wert für Magie wurde erhöht. Und da war eine Truhe, wie erwartet. Ein Stern! Wuhu. Torg, das klingt wie Torf. Nur ein Torkiger. Oh. Gott. So. Oh, jetzt können wir nochmal hier heilen, weil wir haben einen Stern gefunden. Das muss gespeichert und dokumentiert sein. Es könnte mal langsam so irgendwie mir auch was geben, dass ich Kämpfe vermeiden kann. In irgendeinem anderen Indie-Rollenspiel, was auch mit diesen Kampfsystemen da so ungefähr so nicht funktioniert, da haben sie so gemacht, dass du pro Dungeon einen bestimmten Schalter drücken musst. Auch freigeschaltet. Irgendwo ist irgendetwas passiert. Okay, aber wo? Ja. Nein, da war halt lustigerweise, in jedem Dungeon musstest du eine bestimmte Anzahl von Zufallskämpfen absolvieren. Sobald du die gemacht hast, taucht nichts mehr auf, außer du möchtest es. Das fand ich mal witzig. Wenn ich so an der Stelle gestanden habe, möglichst schnell die abgesolviert und dann bin ich weitergegangen. Okay. Und eine Truhe. Skaven. Verteidigung, warum kann ich nicht die XP irgendwo anschauen? Wie viel ich zum nächsten Level brauche? Welches Level bin ich denn mittlerweile? Stufe 4! Ne, Siegmelodie fehlt noch, eine gescheite, oder? Ah, die hat ja eine. Muss ich gleich mal gucken. Naja, hat sie aber, die ist kacke. Oh, ein Kristall. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeregt. Bossfight! Kafkas Geist, Kafkas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Wie viele Jahrhunderte lang wacht er über den Kristall? Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall, wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan, was? Ich würde niemals einfach random so nach... Ich meine, ich habe die auf der Straße gefunden. Leute, die ich auf der Straße finde, hebe ich die schaue ich mich mal an. Freigeschaltet Boss-Animation und schon sieht er viel gefährlicher aus. Super. Okay, jetzt ist er durchsichtig. Ah, okay. Phantomkonter. Okay, ich verstehe. Nicht angreifen, wenn er so ausschaut. Kriege ich hin. Wow. Arschloch. Nein. Ich mach weiter, Magie. Was anderes ist eh nicht gut. Stirb! Missgeburt. Oh, jetzt ist er schon wieder so unsichtbar. Na, du heilst dich eh. Super, soll ich jetzt mal einen Trank nehmen, aber so. Okay, wir sind gerade voll geheilt. Okay, wir waren voll geheilt. Ach komm, das ist jetzt lachhaft. Der kann jetzt aber echt mal sterben. Ah, sage, man muss noch beschweren. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Überhaupt nicht geklaut. Okay, eigentlich ist das Spiel nur noch eine Hommage. Also sollte... What the fuck? 3D-Modus. Wuhu! Sieht voll aus wie Aeris aus Final Fantasy 7. Und mit anderer Frisur. Jetzt kann ich das Böse, was mein Blablabla, meine Gelungen müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Gut, ausziehen.
Wieso ist alles weiß? Schlafe mit mir. Sieh dir meine unheimlich lange Schwert an. Wie schaue ich denn überhaupt aus? Eine Mischung aus, keine Ahnung, Legend of Zelda und diesen Dingern von diesen... einem Ritterspiel, was so Free-to-Play war, mal war. Wow, 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 wow. Okay, was haben wir hier? 16-Bit-Musik. Jetzt muss ich mich wieder völlig neu orientieren. Okay, endlich. Jetzt muss ich mich auf einmal plötzlich völlig neu orientieren. Bin ich überhaupt? Hält mir nichts aus. Stern, Sterne gehen ja echt auf den Piss. Okay, jetzt habe ich mein Ding ins Inventar wieder verloren. Stirb! Komm her, ich hab keine Angst vor dir. An diesen Octo-Ox, das ist eindeutig aus Legend of Zelda. Oder wie die hießen, ich glaube Octo-Ox. Jetzt sind wir ganz sicher. 2 MB ist hinter dem Büschel vielleicht was versteckt? Ja, nein, vielleicht. Ach, keine Ahnung. Da hinten ist eine Schatztruhe, da will ich ran. Ah, super. Nochmal rundherum laufen. Ich will sprinten können. Was soll dein Held können? Legend of Zelda, Link to the Past, Pegasus-Stiefel, her damit. Zumba! Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ja, super, ja. Ich hab. Wie spielt man Doppelzwilling? Okay. Ich will auch einen Bogen haben, anscheinend gibt's den auch. Das Mädel ist schon mal weg, okay. Glaube ich, keine Ahnung. Lauf nicht weg, Fledermaus, und stirb. Ist trotzdem leicht ungewohnt, wieder so viel zu labern. Seit Walking Dead. Walking Dead hat es sich ja selbst erzählt. Wow, 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 gepixelte Texturen. Wow. Mind Crush. Stirb. Ich krieg zwar keine XP mehr für euch, was irgendwie Schweinerei ist, weil ich habe XP freigeschalten. Naja, kann man auch nichts mehr sagen. Stirb. Ist da noch was? Nein. Schalter. Was? Ich bin wieder am Spielbeginn? What the fuck? Was? Ach, ich bin in dem? Dafug? Was? Wie? Ich bin jetzt gerade hier über. Wow. Bin wieder in der ersten Map. Stirb. Ja, das ist was für wendige Abenteuer. Ich spreche mal. Na, heilen könnte mir das Ding aber auch. Aber irgendwann, das müsste ja noch ein so ein Stein sein, den ich nicht überqueren konnte. Also kommen sie mir in der dritten Dimension, können wir es überqueren. Das ergibt keinen Sinn. Stirb! Nee, da kann ich noch nichts machen, da brauche ich wahrscheinlich Bomben. Oh ja, da ist einer. Sag dich doch. Lebensbonus. Ah, okay, Gott sei Dank. Endlich mal was Vernünftiges. Was zur Hölle ist das? Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Okay. Ich muss sagen, das habe ich jetzt nicht so vermisst. So stundenlanges Aufmachen in der Truhe. Wow. Okay, da komme ich nicht durch.
verwirrend, hier in dieser Welt zu sein. Oh, eine Truhe. Besonders bei den Sternen. Wie viele sind denn da überhaupt über verstreut nochmal in Evoland? 30 und ich habe jetzt 7. Bleib stehen! Wow! Wow! HD-Texturen! Feinkörnige! Alter! Tut mir nicht weh! Wow! Ist ja schlimm! Ein Stern! Alter Schwede, das Spiel sieht ja. Das Spiel hat ja jetzt richtig Grafik. Wow, das war ein Sackgassenpfad. Sehr interessant. What the? Wo kommst du denn her? Ach, die ist immer noch bei mir, okay. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Oh ja. Du willst mir ewig dankbar sein. Dreidimensionale Welt. Die Welt ist nicht mehr flach. Die Noria-Mine. Wow. Eine Truhe. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Ja, okay. Schön, dass es da hinten gefährlich wird. Ich möchte da trotzdem durch. Na gut, dann gehen wir eben den Weg. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Wirklich? Ich dachte, ich stehe nur davor und starre sie so lange an, bis sie sich freiwillig öffnet. Zerbrechliche Töpfe, endlich. Also ich schlag die Dinger schon die ganze Zeit an. Okay, also es gibt jetzt keine rundenbasierten Kämpfe mehr. Vorerst anscheinend nicht. Druckplatten ist wohl nicht gerade Fort Knox. Was hat das mit Fort Knox zu tun? Und das Gitter hat sich geöffnet. Da ist eine Truhe. Freischalttürmechanismus. Man fragt sie, warum sie überhaupt Türen haben. Das stimmt eigentlich. Warum sie die Türen irgendwie öffnen? Was mir eher schon gleich wieder stört, eine Truhe mitten im Weg. Roter Zauberer. Wow. Seine Fähigkeit, eure Zeichenkleidung schnell zu trocknen, wird euch gefallen. Ja. Ja, Türen mit Schlüssellöchern. Darauf werde ich sicher irgendwie einen Schlüssel brauchen. Fallenraum. Ja. Wuhu. Und ein Schlüssel fällt runter. Oder eine Truhe fällt sich. Da ist ein Schlüssel drin. 90%. Rate. Freigeschalteter Schlüssel. Ratet mal wofür. Ja. Skelett. Er braucht bloß eine Umarmung. Verschwind. Stirb. Ist nicht schlimmer als die Stahlfossritter in aus The Legend of Zelda. Stirb. Endlich. Okay. Statue von irgendeiner Göttin. Jede Menge Platten, die... Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Mein Gott, warum... Warum sagt ihr mir das? Ich weiß das. Ich bin Videospieler. Ich dachte, das Spiel... Irgendwo ist irgendwas passiert. Schon wieder. Heißt das, dass jetzt alle hochgekommen sind? Anscheinend nicht. Na, dann mal weiter. Truhe. Freigeschaltet Labyrinth. Lauft immer nach links, oder war es rechts? Ja. Eine Karte fehlt noch. Oh ja, Fledermäuse. Komm her. Ich weiß, dass ihr Angst vor mir habt. Aua. Genau, Hitgeräusche fehlen jetzt. Das wäre ein cooles Upgrade. Dass immer so ein bisschen ächzt oder stöhnt, wenn er so getroffen wird, so wie, keine Ahnung, Legend of Zelda. Ach komm, in Legend of Zelda kann ich die Herzen auch mit Angreifen aufheben, wenn die außerhalb des, komm mir nicht mit, das ist nicht Legend of Zelda. Stirb! Komm her, ich will dich töten! Ach, Feigling. Ich wette, wenn ich jetzt da auf der anderen Seite bin,
wird er nicht, wird er ganz sicher dorthin fliegen, wo ich ihn nicht erreichen kann. Ah, komm. Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ha! Das hättest du nicht tun sollen. Du. Naja, fast. Mein Schlüssel. Ein Stern! Naja, gut, also hier machen wir gleich mal einen Schnitt, weil wieder 20 Minuten um und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, haut rein und so. Crane out.